Yo Leute, ich bin Sixer und heute gibt es mal ein neues Video von mir, und zwar heute mit Black Ops Cold War und einem Launcher Glitch. Und zwar gibt es hier in dem Game Mode Zombies, wahrscheinlich auch Multiplayer, habe ich noch nicht ausgetestet, einen No Reload bzw. Rapid Fire Glitch. Die funktionieren sowohl mit der RPG als auch mit dem Sigma, und wir würden, glaube ich, ganz gern mal wissen, wie funktioniert das überhaupt. Fangen wir an mit dem Rapid Fire. Also, wir haben hier ein kleines Timing, was man beachten muss. Das ist leider ein bisschen schwierig, das ist der Knackpunkt des Glitches. Man hat es aber nach ein, zwei Mal ausprobieren ungefähr raus. Ich werde es versuchen, mit einer Zeitlupe zu verdeutlichen. Ich schieße hier einmal und während der erste Schuss rausgeht, klicke ich schon mit der linken Maustaste auf die Schusstaste. Dann kommt quasi der nächste Schuss. Es ist nicht auf einen begrenzt. Es funktioniert meistens mit zwei Schüssen relativ einfach. Die weiteren Schüsse, 3, 4, 5, keine Ahnung wie weit, werden dann schon sehr schwierig. Ich habe euch mal im Hintergrund ein Gameplay gepackt, wo ihr seht, dass ich schon 3 Schüsse nochmal hinbekomme, aber danach wird es echt sehr schwer. Also die Ammo ist aus dem Vorrat und die ist nicht Infinite. Also es ist kein Infinite Ammo Glitch, sondern nur ein Rapid Fire Glitch. Das Ganze funktioniert auch mit Packer Punch. Hier haben wir mal die Sigma genommen. Und zwar ist es so, dass die hier schon aus dem, ich sage mal, Magazin genommen werden. Es funktioniert aber weiterhin mit nur einer Rakete im Magazin und man kann auch 2 bis 3 Mal schießen. Die Erfahrung zeigt, dass die RPG hier irgendwie schneller schießt oder dass man da ein anderes Timing braucht. Ich werde euch beides mal irgendwie im Video verlangsamen und zeigen. Es ist aber sehr schwierig zu erklären, weil ich auch nicht genau weiß, wann ich denn jetzt klicke und wann ich den Schuss absetze. Das ist eigentlich eine Gefühlssache. Kommen wir zum No-Reload-Glitch. Hier funktioniert es ungefähr gleich, und zwar müsst ihr nach dem Schuss nicht die Schusstaste noch einmal drücken, sondern eben die Aim-Taste, damit ihr nochmal in Scope geht. Und während des Vorgangs, das funktioniert ganz kurz, seht ihr schon unten rechts immer schön im Videorand eingeblendet, dass hier der Schuss nicht weggeht. Er wird zwar auch wieder aus dem Vorrat genommen, also kein Infinite-Armor-Glitch, aber ihr müsst nicht reloaden. Das funktioniert 2 bis 3 Mal hintereinander ganz gut. Danach ist es meistens sehr schwierig. 2 Mal geht dennoch immer, also meiner Meinung nach relativ einfach. Ja, das waren auch schon die beiden Glitches, kurz und knackig erklärt. Ich hoffe, ihr könnt da euren Nutzen draus ziehen und probiert da ein bisschen rum. Es ist natürlich eine Gefühlssache, aber das Gute ist, man kriegt es relativ einfach hin und vor allem hat man ja keine negativen Punkte, also man bleibt nicht unbedingt viel länger stehen, weil man nur kurz reinämmt und dann sieht man direkt, ob es funktioniert hat, und beim Schuss ist es ja quasi schon in der Animation und man kann sich dabei immer noch bewegen und so weiter. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin und haut rein!